Hey Freunde und willkommen zu I See You. Ich kann euch wirklich sehen, das habe ich schon öfters bewiesen, ich kann es nochmal beweisen. Hey, du hast ein schönes schwarzes Shirt, siehst du? So, you can press E to interact with irgendetwas, ja genau. Was denn sonst? Welche Taste ist sonst? Vielleicht die 9 Tasten auf meiner Tastatur, die ich alle nicht benutzen kann? Ich weiß gar nicht, ich habe die Post ist da glaube ich noch gar nicht hochgeladen, wenn ich dieses Video hochlade. Dann habt ihr noch nichts erfahren. Außer, dass ich keinen Treiber habe. So, I See You, ein Indie-Horror-Game, das mir empfohlen wurde. Oh, man hat Schritte. Gut. Eigentlich wollte ich eine Amnesia Custom Story spielen, aber irgendwie musste ich Amnesia jetzt nochmal neu installieren. Und ich denke mal, morgen kommt wahrscheinlich wieder Amnesia oder sowas, ne? Mal schauen. Ich habe einfach zu viel installiert. Die Tür geht nicht auf. Ach, scheiße. Gut, was sollen wir machen? Was beobachtet uns? Was guckt uns an? Was staut uns an? Ich ramm dir meine Finger in die Fresse. Eigentlich in die Augen. In die Fresse. Wie sieht denn das aus? Oh, der sieht grausam aus, glaub mir. Aber in die Augen, der sieht noch grausamer aus. Und wisst ihr, was noch grausamer aussieht? Die Grafik hier. Aber es ist anscheinend so ein Scheiß wie die Seven Days. Scheiß in dem Sinne, dass es verdammt gruselig war. So. Na gut. Wieso kann ich die Schränke nicht öffnen? Wieso kann ich die Betten nicht verschieben? Oh Mann. Das sind alles Features, die habe ich erwartet. Weißt du? Ich erwarte jetzt nicht, dass Wände kaputt gehen oder irgendeine Story oder Leute, mit denen man interagieren kann und die Entscheidungen dann den Spielverlauf ändern. Ich habe nur darauf gehofft, dass man Schränke öffnen kann. Nein, Schlüssel. Yes! Once you grab a key, a door will become unlocked. All unlocked doors have been marked for you. Where are the doors? Yeah, give me the doors. Please, give me the doors. Yeah, give me the doors. Hört sich an wie Hatsune Miku, oder? 1:1. So heißt sie doch, oder? Hatsune Miku? Diese Sängerin. Okay, die ist erschlossen anscheinend. Diese Computerstimmsängerin, mit der ich konfrontiert wurde auf dem Nippelcon Festival. So. Ich bin Hatsune Miku. Die Raucherversion. Bruh. Die Hatsune-Version. Kann ich jetzt hier durch oder was? Da! Wow! Fuck! Au! Das ist dieser scheiß Ton! Hat die das aus? Oh, some areas have doors that are already unlocked for you. Ah! But please. Not this shitty sound. Ich hab vergessen, was ich da gerade gelesen habe. Egal. So, muss ich für irgendetwas flüchten oder so? Oh! You can press shift to run, but you can never get away. Oh nein. Ich will mich aber verstecken. Ich hab keinen Bock, jetzt irgendwie ganze Zeit verfolgt zu werden von irgendeinem Ding, das aussieht wie eine Tomate. Ich stell mir so ein Ding vor, das ist so ein fliegendes Auge irgendwie, das man verfolgt. Hä? Bestimmt, hundertprozentig. Ah, alles verschlossen, ey. Schlüssel? Yes! Gitter! Easy peasy. Jetzt noch die Tür mit dem Kreuz finden und alles wird gut. Nur noch die Tür mit dem Kreuz scheißen. Es sag es, wenn ich mich jetzt umdrehe, hab ich ein Messer in der Fresse. Was guckst du? Ich sing grad. Guck weiter Fernsehen. Das ist hier. Wand, eine Wand. Du guckst Fernsehen, eine Wand. Ich darf dumm sein, wie ich will. So. Mein Freund hat schon die Schnauze voll. Die macht nur noch Kopfhörer rein und guckt RTL. Weißt du, im Gegensatz zu mir ist RTL Bildungsfernsehen. Jetzt beobachtet sie mich. I see you. Sie ist das Monster. Okay. Da ist die Tür. Yes. Okay. Kein dämlicher Sound wieder. Ist hier hinter etwas? Auch nicht. Moment mal, war ich nicht hier? Oh oh. Oh oh, war ich nicht hier? Oh scheiße, sieht alles so gleich aus. Sieht alles gleich verpixelt aus. Da, aha. Okay. Hallo, Herr Monster. Es wäre äußerst schön, wenn Sie nun auftauchen. Habt ihr es gesehen? Da war gerade... Ich konnte ein Auge sehen oder sowas. Habt ihr es gesehen?
Sah aus wie ein Lichtschalter. Könnte aber auch ein Monster gewesen sein. Weiß ich nicht. Süße. Oh, you can also use... to crouch. You can hide all you want, but I will find you. Oh, da kann ich auch eine lustige Story erzählen. Als ich ein Praktikum gemacht habe, hat eine Kundin angerufen und hat gefragt, wo ist die Steuerungstaste? Und sagt, das ist die SDRG-Taste. Oh. Ja. Witzige Story, was? Komm schon, war die witzigste, die ihr je in meinem Leben gehört habt, Mann. Gib's einfach zu, Mann, Digga. Ist hier alles gewesen? Passiert hier auch was? Irgendwelche Monster? Komm schon. Krieg ich eine Waffe, die dann so viereckige Kugeln schießt? Verliere ich Blut? Eine Blutlache aus zwei Pixeln, die nebeneinander liegen? So rote Pixel. Komm schon. Ach, Stille. Was? Alles weg? Oh, oh. Wo bin ich denn gelandet? Hallo. Blut. Eine Blutlache. Entschuldigung. Okay, wir gehen einfach hier lang. Wird schon richtig sein. Wird schon richtig sein. Da! Meine Haltung! Da. Ich meinte, wo? Oh. Oh. Scheiße. Okay. Diese Dinger sind echt gruselig. Diese. Da! Da habt ihr es gesehen? Da war wieder was. Er sieht uns. Es ist überall. I'm marking the doors for you. Oh, thank you. Thank you. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn hier passiert und was ist das denn hier? Exit. Oh. Oh, es ist nie gut, einen Exit-Schlüssel zu haben. Es ist nie gut, einen Exit-Schlüssel zu haben. Es ist nie gut, einen Exit-Schlüssel zu haben. Es passiert gleich. Ach, doch nicht. Mann, nein, ich bin nicht deine Mami. Es hat nach Mami gerufen, kann das sein? Oh, scheiße. Leises geht. Oh, you can press E to interact with and pick up curtain objects. Most rooms have locked doors that can only open when I want them to be. Wer bist du? Ihr seid es! Ihr programmiert das Spiel gerade, oder wie? Ihr seid es also. Aha! Ihr kommuniziert gerade mit mir. Communication und sowas, alles klar. Aha! Gehen wir hier durch. Ich glaube, hier war ich schon. Egal. I can hear you. Ich kann aber dich nicht hören. Igitt. Okay. Solche Türen sollte man nie anfassen. Egal, wo man die findet. Auf dem Arbeitsamt. Keine Ahnung, irgendwo. Niemals durch solche Türen gehen. Was ist das für ein Sound, der mich verrückt macht? Ich habe plötzlich Lust zu reimen. Mit aller Kraft versuche ich, Wörter zu finden, die sich miteinander reimen. Und aber dabei ein. Scheiße. Wo müssen wir denn hin? Türen gibt es hier nicht. Wo ist das Licht, das mich rausbringt aus diesem Horror? Höre ich da einen Motor? Tiefe Wunden muss man haben. Erinnert mich gerade an Rammstein. Alter, wow! Was war das denn? Oh, ist es noch da drin? Ist es noch da drin? Er ist nicht drin. Kann ich da rein? Oder sterbe ich dann? Hallo? Mr. Arschloch? Sie sind Mr. Arschloch. Her und zu, von zu Arschloch. So. Ah, rein hier. Oh, ich bete so, dass ich gleich nichts treffe, das mich umbringen kann. Ich glaube, wir müssen jetzt da so lang und hier so rein. Ja, genau. Weg. Komische Sounds. Was ist das denn? Oh nein, das ist irgendein komisches Spielchen. Man konzentriert sich jetzt drauf und gleich kommt irgendwie so ein richtig fetter... Exit!
see you. Ah! Ah! Warum bin ich gerade so schreckhaft? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was war das denn? Okay, gehen wir mal hier durch. Na, no, ich dachte, ich habe das Exit erreicht. Oh, komm schon. Hier ist doch das Exit. Hallo. Bitte tun wir nicht. Ich bin genau so ein kleines Baby wie du. Ich muss damit spielen. Hä? Ist gerade eine Tür hinter mir aufgegangen? Nein. Spiel nicht solche Spielchen mit mir. Oh nein, keine Tür, die hinter mir aufging. Moment mal, bin ich wieder... Ich bin im... Moment, die Tür ging jetzt auf, oder? Ha! Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ja, hier ist die andere Tür. Die war doch offen. Hardstyle! Yeah! So, yes, wir haben einen Schlüssel. Alles klar. Oh, für welche Tür denn? Ich hab... Ah, genau, die werden ja angekreuzt. Genau, die Türen werden angekreuzt. Wahrscheinlich gleich hier. Moment doch. So. Okay. Gott, alle sind auf der Gamescom und ich sitze hier und spiele verpixelte Horrorspiele. Ich bin glücklich. Ich bin trotzdem glücklich. Ah, hu, verpiss dich. Was bist du? Hey. Alter. Ich sag doch, schwarzes Shirt. Seht ihr, Trakt? Oh man, gib weg jetzt. Okay. Da hat mir doch das Geflüstere hinten im Nacken mehr Angst eingegeben. Okay. Oh, ich hätte das Fenster zumachen sollen, oder? Freundin? Fenster zu? Freundin? Psst. Fenster! Die Nachbarn hören mich die ganze Zeit. Pass auf die Cam an, zieh dir was an. So. Stimmt, die da. Gott, und die saßen da jetzt alle und haben alles gehört. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Weil ich kein Geld gefordert habe. Die winken alle. Die winken alle? Ja. Echt? Nein. Schieß zurück. Faden verloren. Wohin? Ich sehe überall Schatten. Augen, nämlich beobachten. Monster. Und ein Aua. Was? Ja. Da ist der Sound wieder da. Zwingt mich zu singen wie ein Superstar. Nenn mich Holly Bieberfresser. Liebe Esser. Was bewegt sich da die ganze Zeit? Gott. Du weißt, dass es gruselig ist, wenn da hinten sich unter das bewegt und plötzlich im Spiel ein Schrei kommt? Justin Bieber-Esser, beseitige Bieber mit dem Messer. Ja. Und dann stürm ich RTL. Glaub mir, sie laufen schnell. Zur Gamescom und erstatten wieder einen Bericht, wo sie alles falsch darstellen und wir Gamer irgendwelche... irgendwas sind. Mal gucken, was ihnen einfällt. Türen hassende, Selbstgespräche führende, singende, nicht waschende Gamer. At a fatal error, sagt Gerüttet, was? Wegen hibidi bubidi. Oh oh. Ihr habt das falsch programmiert. Überlaugen, okay. Ich lauf ja schon. Komm schon. Zieh. Yes. Ah, diese Sounds. Heilige Scheiße. Okay, wo sind wir jetzt? Wie lange geht denn das hier? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich folge dir. Du kannst mir nicht entkommen.
Du hast Angst vor mir, kann das sein? You let them out. Watching. Ich hab euch rausgelassen? Seid ihr meine Bank? Da. Oh, oh, oh. Wie? Jemand hat einen Popoloch bekommen. Okay, wir gehen weiter. Egal, interessiert mich nicht, diese Räume. Ich habe immer Angst zu schlucken, weil ich denke, ich verschlucke mich gleich, wenn ein Horror kommt, ein Schocker kommt. Was? War das so witzig? Ich? Na, ich will witzig sein. Was hast du gesagt? Dass ich Angst habe, mich zu verschlucken, weil dann so ein Horror kommt. Gut. So. Oh, ich gleite. Ich gleite. Ich gleite, weil ich tot bin. Was ist das für ein Rauschen? Slendy! Ich beende mal kurz die Aufnahme, falls das Spiel jetzt abstürzt oder sowas. Moment. Und ich starte sie wieder. Oh, ich starte sie wieder. Ich starte sie wieder. So, da bin ich wieder. Hey. So. Okay, was ist jetzt passiert? Heilige Scheiße. Ach, du Kacke. Echt gut programmiert. Man weiß echt nicht, ob das jetzt ein Error ist oder sonst was. Oder wahrscheinlich hat Iblali darüber ein Video gemacht, ja? So ein Next Room. Irgendwie, dass der Ersteller hier zeigen will, dass er... schlecht lachen kann oder sowas. Oder eine Frau ermordet hat. Eine Leiche umgebracht hat im Leichenschauhaus. Ach, ich weiß nicht. So. Mhm. Zum Teufel, ich habe das Spiel, glaube ich, falsch installiert, ey. Egal, wir hacken uns weiter rein. Wir hacken uns weiter rein. Ein Error, bla bla. Bla bla bla. Gut. Das verstehe ich schon eher. Oh Gott, es kommt immer näher. Es will uns holen. Oh nein. Wenn wir jetzt durchgehen, hat uns das ja recht. Dann sind wir tot. Ah! Sound! Arschloch. So, weiter geht's. Yes! Wir sind weiter. Sieht doch schon viel besser aus. Hätte ich jetzt gesagt, wenn es besser aussehen würde. Was ist doch das denn? Ausgewichen bin ich. Dem Slenderman. Ohne Anzug. Den freizügigen Man. Wie heißen die, die sich zeigen gerne nackt? Ah. Nicht Sodomisten. Nein, das sind andere. Das ist Age. So. Hallo? Da! Wow! Da verfolgt mich was, oder? Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Weg, 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 weg. Da. Da lang. Lass mich durch. Crouch. Crouch. Werde ich gerade verfolgt oder sowas? Muss ich hier lang? Was ist hier los? Was ist hier los? Wo kommen auf einmal die ganzen Geräusche her? Hier lang? Geht auch nicht. Okay, jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Hier lang? Sieht alles gleich aus. Egal, wird schon richtig sein, glaubt mir. Mein siebter Sinn sagt mir, dass wir hier richtig sind. Da, seht ihr? Okay. Oh nein, 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 da ist wieder was. Ist es wieder Exit? Exit? Exit, bist du's? Exhibit? Yes! Hallo? Ah, wieder ruhig. Gut. Okay, wir gehen mal geradeaus weiter. Oh, scheiße! Hi. So, dann ergötzt euch. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Guckt hier, schaut mich an, los. Schaut mich an. Aber okay, gut. Ein kleiner Abstand muss mir aber... Und jetzt?
jetzt. Ah! Ah! Ach, nein! Nur angucken! Nicht anfassen! Nicht anfassen! Nicht anfassen! Nein! Nur gucken! Okay, komm, wer zuerst blinzelt? Das Spiel ist abgestürzt. Was zum Teufel? Ah, jetzt öffnet sich tausendmal hier ein Fenster. Das ist ein scheiß, na wie sagt man, nicht Virus, sondern ein Kack. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht im Arsch. Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wer mir das empfohlen hat, aber die Person, die mir das empfohlen hat, vielen Dank. Du hast mir ganz viele Spiele empfohlen. Ich glaube, ich habe dir auch zurückgeschrieben. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Amnesia sollte eigentlich jetzt gedownloadet sein. Morgen geht's dann wahrscheinlich los. Bis zum 10. nochmal ordentlich Amnesia Custom Stories zocken. Dann gibt's ja schon Amnesia 2. Yes! Bis dann, Freunde. I see you.